Hallihallo und herzlich willkommen zu SV Sandhausen gegen Rasenballsport Leipzig. Und zwar ist das im Hartwallstadion in Sandhausen. Wollen wir erwähnen, dass wir essen, ist ja richtig, dass wir Fans bei Sandhausen schaffen. Das stimmt auch allerdings. Übrigens hat Leipzig die meisten Heimfans. Und ein Einspieltag. Ja, und auch ein Einspieltag sogar die meisten Auswärtsfans. Oh! Er kriegt den Ball. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Sehr spannend. Entry Wuten, oder? Er hat sogar ein Face. Ja. Sandhausen, ey. Ist gar nicht, wo Sandhausen gerade steht. Ich bin wieder im Mittelfeld, oder? Ja. Vor allem wieder Laufpass, Tor. Wie immer. Einer von uns beiden macht immer Laufpass und ein Tor. Das stimmt, dann kommt doch der Gegenspieler nicht nach. Bleibt doch erstmal stehen, sicherheitshalber. Ich bin doch da, guck zu. Au, oh, wie das aussieht. Wir haben zu viele von unseren tausenden Face. Das ist weiß die frühe Führung. Warte, ich bin mal schneller. Nee, geht so. Oh, der ist ja schnell, Knister, Kister. Oh. Lauf fast, Tor. Tja, da ist es 1-1. Von Paulsen, der eh nicht spielt. Warum auch immer. Dafür der letzte Mal ja besser sicherheitshalber für einen guten Spieler wie Sabitzer. Der hat gar keine Lust hat auf Leipzig. Nee. Das ist kein Ding. Mich auch nicht. Ja, auch viel Hunger auf dem Tisch aus. Im Witter, ein Laufpass. Aber was für ein Laufpass, ey. Ich dachte eigentlich, das ist abseits. War echt schön geschnippelt, gell? War echt schön geschnippelt. Und da geht er ins Tor, zack, drin. So schnell geht's. Und da geht's wieder von vorne los. Nach 6 Minuten 1-1. Das ist ein realistisches Ergebnis. Wirklich realistisches Ergebnis. Letzt hat aber letztlich keinen Bock mehr und kriegt jetzt noch mehr vorne rein. Sehr wie das ist. Nicole dort hat auch gehalten, erstmal stark. Na, wieder ein Laufpass. Wieder ein richtig guter Laufpass. Oh, der war sogar angeschnitten. Oh, gut gehalten auf jeden Fall. Irgendwie. Was ist denn hier los? Macht der Torhüter die Ecken. Und da merkt ihr jetzt Galaxy realistisch. Ich denke jetzt nicht mehr. Oh nee, ey. Das ist schon echt manchmal frage ich mich da wirklich. Was hier los ist. Die hatten noch nur ein Jahr Zeit, mit dem Patch zu machen. Sei doch mal nicht so streng mit denen. Ja, ich weiß. Vor allem hatten die mal alles halbwegs richtig, da kann man auch mal Fehler machen. Im selben Patch. Vor allem, die machen neue Trikots und neue Aufstellungen und das ist alles falsch. Also nicht alles, aber vieles. Ein Abseitsfallenschleicher. Vor allem, für mich würde mal die Arbeit, würde mal interessieren. So, würde mich interessieren, wie so ein Arbeitstag, also am PS Galaxy Pad Arbeitstag aussieht bei den Machern. Ein Tributen! Schaut wieder ein Tor. Oh, nee. Was ist denn mit der Verteidigung los? Na, ist wenn Entry, wenn Entry, ja, wenn Entry, Entry Wooten, glaube ich, heißt Entry. Ja, der bisher den hat schon echt gesehen, also das ist echt, echt in den Spieltagsanalyse und da war der schon echt stark. Ja. Der spielt wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei nee. Sandhausen. Wenn der sogar ein Face, kann ich mir den sogar bei PS 16 mal kaufen. Kannst du machen, wir sagen nicht, ob der bei PS 16 oder PS. Ja, hoffen wir doch. Ja gut. Sehr schön ist der. Und dort, die macht er nicht. Ne, kann er auch nichts, wenn die Verteidigung so schlecht steht. Das ist halt Selbstverteidigung. Das stimmt. Wir haben Willi Orban, der keinen Bock hat. Wir haben sonst nur Luschenverteidiger. Hey. Da ist das leider so. Das stimmt. Vor allem, was ich mal echt lustig finden würde, wenn so eine Mannschaft wie Sandhausen in der Champions League spielen würde. Das fände ich mal total cool. Wie sollen die denn in die Champions League kommen? Ja, weiß ich doch nicht. Na, Pokal gewinnen oder so. Wir was denn halt für ein Pokal? DFB-Pokal. Ja, da kommt es ja nicht in die Champions League. Nee, in Europa nicht schon. Aber recht, schon mal. Da können sie sich mit den Mannschaften wie
Quäbele zusammentun, die auch viele Fans haben. Ist gar nicht. Welche Mannschaft war das, die viele Fans hatte? Die weniger Heimfans, Auswärtsfans. Ja. Aber gegen wir Rapid Wien oder? Gegen die hat Rapid Wien gespielt. Die hatten Dynamo Minsk oder so. Das kann sein. Der macht alles. Das ist total, das ist genau wie in echt. Da kommt so eine Mannschaft wie Minsk. Oh, die haben da mehr Auswärtsfans als da draußen. Das ist ja nicht leicht zu toppen, mehr Heimfans als dann draußen zu haben. Das ist schön. Ich meine, mit 7 Auswärtsfans kommst du schon weit. Das stimmt. Vor allem. Oh! Vor allem verstehe ich das nicht, weil er ist. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo es dann draußen liegt? Nee. Gut. Ja, der Andrew Wooten ist richtig gut. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Die Sache ist aber, dass Sandhausen ja an sich mit dem Andrew Wooten zum Beispiel nicht mal eine schlechte Spieler hat. Also die sind ja eigentlich. Gut, sind halt Zweitliganiveau Mitte, aber es ist ja jetzt nicht schlecht. Also wahrscheinlich besser als. Wo ist mein Torwart? Zur Zeit Chelsea. Ein Tor. Oh. Wo hinten halt. Was soll ich sagen? Alter! Was gibt's nicht? Da kommt der raus. Schnell war der Torwart. Ey! Die Chance! Oh, schneid ihr doch rein! Dass er ein bisschen aufs Tor geht. Ja, top 10. Bruno. Kannst du nicht geradeaus daneben schießen? Genau. Ein richtiger Knaller, ey. Er ist ein sehr guter Fußballspieler anscheinend. Ja, der ist so gut, dass der alles machen darf. Freue mich schon auf den Tag, wenn das erste Mal irgendein PS Galaxy Mitarbeiter irgendeine Waffe für uns guckt. Ist ja nicht so, das ist ja schon frei. Das wäre glaube ich das Beste, ey. Die hat mich jetzt so raged. Wir wollten sagen, wir dürfen nicht arbeiten. Das konnte nichts werden. Was? Wieso denn das? Ja. Weil wir, glaube ich, mehr Fehler entdecken als die im Entwickeln. Und das sehen wir alle 2 Wochen nach. Also ich sag, bis jetzt spielen wir. Oh, nee. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Wir spielen ja echt nicht oft. Also dadurch, dass auch relativ viele Patches rauskamen, sind ja nicht immer ein und dasselbe. Aber trotzdem. Ich kenne auch die Zeiten, wo jedes Spiel, jede Aufnahmesession ein Patch rauskam. Ja, das stimmt, das war noch Zeit. Da wurde auch irgendwas verbessert, nicht verschlechtert. Naja, manchmal waren noch die Patches unten einfach in verschiedenen Farben. Schön. Kannst du nicht mehr dran erinnern? Okay. Ey, Leute. Das ist ja gemeingefährlich. Ach, das war safe. Am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen. Übrigens habe ich gelesen, also das ist wahrscheinlich schon lange. Okay. Also hast du mir ja geschickt, dass es PS Galaxy Beta Zugang gab. Mhm. Wo du dich auch nicht beworben hast. So ein Hate. Ja, geil, weil, nee, weil ich doch keinen PS 2016 zusammen. Jetzt mal gekauft. Besitzer. Jetzt mal gekauft. Warum nicht? Ja, weil komplett eh noch nicht drauf ist. Ja, aber in höchstens einen Monat. Ich mehr proben. Machst du eh nicht. Nee, doch, ich hoffe nicht. Eigentlich ist das Spiel ja gut. Du sollst auch PS, die mal unterstützen. Wen? Na, Konami, damit die mal weitermachen. Konami unterstützt den Scheißverein. Ja, dann wird's auch nie wieder PS geben. Ja. Nein, deswegen auch mal ein Spiel kaufen. Ja, ich würde es doch sowieso kaufen. Ja, ich sag schon mal Geld sparen. Grüß der bleibt ja nicht anders übrig, als das Spiel zu kaufen. Oh! Das war doch kein Abseits. Das war doch kein Abseits. Ja, Vorteil, Junge, das wäre ganz klar Torschutz. Der hat doch Vorteil gelassen, bis der Torschutz gekommen wäre. Ja, eigentlich stand Oma frei vor dem Tor, Junge. Zack. Sie schlagen ihn nach vorn. Der Ball kommt durch.
nutzt er seine Möglichkeit. Oh, da kommt er sogar dran. Das kann nicht wahr sein, ey. Das war ein übelster Flotterschuss. Der Torwart zerhält, aber ey. So, jetzt aber. Mal ein ordentlicher Angriff hier. Ich hab gesagt, ein ordentlicher Angriff hier. Das ist ein sinnloses Hin- und Her-Gepasse hier. Irgendwie, hier kommt irgendwie bei rum. Weit nach vorn gespielt. Müsste sich mal jemand freilaufen, damit man mal einen Laufpass machen kann. Und er kommt durch. Da geht er durch. Ey. Meine Spieler, ey, die liegen da nur rum in deiner Hälfte. Die immer umgefault werden. Hätte ich nicht immer hinfallen lassen? Not in my house. Jetzt aber hier. Oh, der ist schon gelb. Da Klattro, da gibt's nicht mal Gelb, da gibt's direkt Klattro. Das verstehe ich nicht. Da kam ich auch, kann ich, hätte ich können vergessen herzukommen. Ja, da war doch noch drauf. Eine riesige Gelegenheit. Wie sieht man das? Und jetzt haben sie die Chance, mit einer Standardsituation den Ausgleich zu schaffen. Zack, fast rein. Fast. Naja. Naja. Das mit dem Freistoßschießen war ja bei PS 14 einfach. Mit PS 16 ist generell alles schwer, also wirklich alles. Was war jetzt alles schwerer? Alles. Wenn das nicht rot gibt gegen das Ilzanker. Ja, das wusste ich. Hast du dich mal ausgewechselt? Nein, du hast David ausgewechselt. Stimmt. Bald kommt Paranormal Activity 3D im Kino. Hast du Lust, mit rein zu gehen? Nee, schlaf ich einfach. Da. Ja. Der ist 3D. Ja, ist ja noch schlimmer. Gibt Leute, die wird von 3D schlecht. Mir nicht, aber es gibt Leute. Dann kannst du mit reingehen. Ja, aber dann sehe ich da eh nicht. Doch, der wird echt gut. Ich habe letztens einen Trailer gesehen. Ey, weil ich weiß auch nicht, irgendwie... Was für ein Trailer? Ein Trailer von dem Film. Ich habe noch keinen gesehen, also... Doch, der hat mir YouTube-Werbung angezeigt. Ich gucke ja immer, wenn ich Toilette gehe, YouTube-Videos mit meinem Handy. Und da bekommst immer Werbung. Meine Werbung besteht aus Alkohol und Horrorfilmen. Ich weiß auch nicht, was die von Bild von mir haben. Na, Google halt. Ich habe gefühlt noch nie nach Alkohol gegoogelt. Die kann ich mir im Laden kaufen, die Porsche. Sicherlich. Na, Google kenne ich aber auch außerhalb des Internets. Das stimmt allerdings. Die wissen, dass ich ein Alkoholiker bin. Oh! Und einer, der Horrorfilme sehr gerne mag. Alter Schwede, ey. Wenn der reingegangen wäre. Das war ein Brett, Alter. Oh. Aber was für ein... Halt die Fresse. Nee, wirklich, Letztens hab ich mit meinem Handy Videos geguckt, weil ich zu faul war. Ich meine, ich mit der Ansehenliste zu machen am Rechner und auf der Couch lag. Und da kam vor jedem Video kam entweder Whisky-Werbung oder Becks-Werbung. Da ist mir so alles klar. Was ist denn hier los? Und was war noch? Ach so. Und und die anderen Male, die das nicht so ist. Da habe ich jetzt einen Trailer bekommen von hier Krampus. Okay. Das ist auch den Film. Nee. Krampus kenn ich nur als Band. Ja. Oh, das erste, was mir eingefallen ist. Nee, da geht. Es ist so typischer Horrorfilm anfangen, eine Familie ist irgendwo im Haus und da wird halt Weihnachten gefeiert und Krampus ist wohl irgendwie einer, der Weihnachten nicht mag. Also hast du schon mal erklärt, ja. Hab ich schon mal erklärt, alles klar. Dann kam der Film für mich. Dann gab es noch so einen anderen Horrorfilm, den hast du auch vergessen, weil ich den nicht so unfassbar interessant fand. Da war in dem Trailer nur die ganze Zeit, Und dann kam kurz, das ist noch spannend. Man hat ja nicht gesehen, aber ich war zu gut. Vielleicht war auch mein Tandy-Display zu klein. Deswegen habe ich das gesehen. Und ja, habe ich vergessen. Und dann habe ich letztens Werbung gekriegt von dem, wie hieß denn der Film? So, ich hab wieder vergessen, da sind irgendwie Kinder bei ihrer Oma oder Eltern und die
Boah. Die Großeltern sind halt ein bisschen komisch, die haben sowas wie... Mein... Siehst du? Was ist davon? Zweite Rote. Da war keine Rote, oder? Ja, ist schon geil. Nee. Und was soll ich sagen? Achso, und die sind halt ein bisschen komisch. Wir wollen halt die ganze Familie umbringen, so ein bisschen Horrorlustig. Das verhindert es doch. Die wollen halt die ganze Familie umbringen, da kommen halt solche Sachen vor, wie Seifel bitte in den Ofen zu gucken, was auch ist. Also ganz geil. Und alles so scheiße. Fände ich ganz interessant, und jetzt habe ich letztens halt ein paar normale Activity Zeittrailer bekommen. Bekommen nur, wie gesagt, nur Alkohol und Horrorfilme. Hat Japan Activity 3D will ich unbedingt gucken, aber alleine will ich nicht. Allein ins Kino gehen ist Schüssel im Nüssel. Ja, ich wollte höchstwahrscheinlich mit hier Wisson mal in Krampus gehen und... Ich will aber ein paar Activity 3D hier. Das ist doch egal. Nicht in Krampus oder Campus oder wo Oma in Schornstein gucken soll. Das war ein Backofen und geht Schornstein. Achso. Hör mal zu, was wir uns hier. Leute! Lass mich mal aufs Tor schießen! Das kann doch nicht wahr sein! Und immer... Geht immer solche Situation, Position, wo ich eh nicht aufs Tor schießen kann. So jetzt hier. Das ist ja auch so. Zack. Zack. Ja, rumgeschnippelt. Das könnte und die erste richtige Möglichkeit Attacke sein, hier das Tor zu machen. Oh! Ey, der wäre ohne mein Spieler reingegangen. Ja. Das ist, da haben sich zwei roten Karten gewonnen, weil du zweimal nicht getroffen hast. Das stimmt wohl. Das Spiel ist noch nicht vorbei, es ist immer noch Zeit für eine dritte Rote. Ja. Hört's aber nicht. Lass mich, ja, okay, mich nicht nochmal treffen. Ich hab dich jetzt immer getroffen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich da den Trailer mal gesehen. Und der sah aber komischerweise, mich hat es total gewundert, wirklich relativ spannend aus. Also ja, mit viel Blabla, Brumm, Brumm und so. Von der Autos? Ja, das war wirklich auf irgendeiner Straße so jetzt. Ja, dann können wir doch mal reingehen. Ja, doch, aber auch nicht zu faulen. Mein Gott. Ja, da können wir doch mal reingehen, oder nicht, wenn er recht spannend aussah. Ja, das war wirklich recht spannend. Na, siehst du, komm doch mal reingehen. Ja, komm mal. Egal, ihr könnt ja auch mal reingehen, liebe Zuschauer. Hab aber ausgenommen. Warte, sicher? Nee. Wieso, nee? Ihr müsst aber dafür 16 rein. 18, 16, 18, 16, 18. Nee, doch, wir können doch reingehen. Wir gucken nachher, wann er ist. So, bis morgen. Tschüss. Tschüss.